Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 15. November 2019 mit einer kurzen und spontanen Legung Gilded Reverie mit den Lenormand-Karten. Natürlich ist das auch eine Liebeslegung und zwar, was denkt und was fühlt dein Seelenpartner und was ist sein nächster Schritt? Bevor ich jetzt hier mit diesem Video beginne, natürlich bitte ich dich erstmal, dass du deine Augen schließt und erstmal in der Energie der Kristallschale eintauchst. Und während ich die Karten mischen werde, sende mir auch deine Gedanken zu. Ich hoffe, du konntest gut entspannen und bist du bereit für die Legung? Also ich nehme das Video schon am Abend vor auf, ja. Und schau mal hier, da kommen einige Klärungskarten auch direkt mit. Und das finde ich spannend, weil ich auch weiß, dass ihr so diese heiße sehenden Videos hier erwartet. Und da habe ich mir gedacht, ich mache jetzt noch am Abend diese Videos und lade die auch hoch. So hast du auch morgen früh direkt, kannst auch deinen Tag direkt beginnen und vielleicht auch die Freude halt auch für dich wird auch größer. Also dein Tag wird sich vielleicht auch ganz, ganz positiv dadurch auch entwickeln. Natürlich liegt das immer an unseren Gedanken, ja? So, ich beginne jetzt mit der Deutung. Also die unterste Karte ist bei deinem Seelenpartner heute die Energie, also an dem 15. Also er möchte endlich ankommen, die Stabilität erfahren, sich fest verankern, so nach Hause ankommen, dass er sagt, so hier bin ich, hier bleibe ich, hier kann ich bleiben, hier kann alles bleiben, wie es ist gerade, ja? So, das ist die Grundenergie. So, wir schauen jetzt einfach mal so seine Gedankenebenen. Er denkt schon über den Neuanfang mit dir nach. Also darüber denkt er nach und er legt sich auch selber in den Bild. Natürlich hier auch mit diesem, ja, wie soll ich das sagen? Hier mit diesem Kompass ist er am Abwägen. Soll ich oder soll ich nicht? Was soll ich nun machen? Soll ich ihr jetzt eine Rose überreichen? Soll ich auf sie zugehen? Soll ich sie treffen? Soll ich jetzt nach links oder soll ich nach rechts? Also auf jeden Fall wägt jemand etwas ab, richtet sich jemand also komplett neu aus. Also das finde ich schon mal sehr, sehr positiv, ja. Und er wird auch seine Weisheit, seine innere Weisheit mit hineinbeziehen. Und das ist wirklich gut, weil dann verbindet er sich mit seine, vielleicht auch mit seiner weiblichen Kraft, auch mit seiner Intuition. Also das heißt, so aus seinem Herzen heraus, aus seiner tiefe innere Weisheit kommen also schon Entscheidungen auch hoch. Natürlich hat er im Kopf eben auch viele Enttäuschungen, vielerlei Verletzungen auch schon in seinem Leben erfahren. Aber das heißt, also die Sense zeigt ja in diese andere Richtung. Das heißt also, dass die Verletzungen auch eventuell ihm gar nicht mehr so sehr stören. Das ist ihm schon bewusst, aber also momentan geht es ihm gut und hat er das auch mehr oder weniger so ein bisschen schon überwunden. So auf der Herzebene. Also er braucht noch etwas Zeit. Also er denkt viel nach und fühlt auch diese Energie des Neuanfangs, diese Umbruchstimmung, ja, dieses Aufbruchstimmung, etwas Neues zu beginnen. Aber er braucht noch Zeit. Er hat das Gefühl, Mensch, ich brauche noch Zeit. Er ist halt vielleicht auch sehr, sehr
in der Öffentlichkeit, also es ist also auf jeden Fall im Herzen, machte sich also sehr viel Gedanken oder wünschte sich im Herzen halt, dass es halt auch öffentlich dieser Neuanfang stattfindet mit der Zeit. Also dass öffentlich mit der Zeit halt dieser Neuanfang, dieser Umbruch, dieser Aufbruch auch stattfindet. Oder aber auch, also denkt er auch darüber nach, das sind aber mehr seine Gefühle auf der Herzebene. Ja, wie kommt das in der Öffentlichkeit an? Also da hat er auch so ein bisschen Kummer, nehme ich hier auch so wahr. Bisschen Kummer, bisschen, ja, so ein bisschen Gedanken, bisschen Melancholie. Wie wird das jetzt auch in der Außen angenommen? Also was sich jetzt hier also als nächstes bei ihm zeigt, also es zeigt sich hier der Nachricht, also auf jeden Fall, der wird mit dem Nachricht auf dich zukommen und auf jeden Fall siehst du auch, er legt sich hier nochmal in den Bild, also zweimal. Und er hat noch eine Maske auf. Also auf jeden Fall, er wird nochmal auf dich definitiv zukommen. Vielleicht nicht ganz ehrlich, vielleicht sagt er auch nur die halbe Wahrheit, aber es wird irgendwie eine Zukommen auf dich stattfinden. Der Neuanfang braucht noch Zeit, weil der halt noch nicht bereit ist, ganz die Wahrheit zu reden. Mit der Zeit, also es wird aber auch noch dauern, bis auf dich zukommt. Also der Brief ist definitiv da, also da schau einfach heute, in welche Art und Weise du diesen Brief erhältst. Also, das kannst du auch natürlich, diese Nachricht, auf verschiedene Art und Weise erhalten. Vielleicht auch auf der Seelenebene, vielleicht auch in deinem Traum, vielleicht auch durch eine Telefonnachricht oder vielleicht bekommst du auch durch eine E-Mail. Also schau einfach für dich jetzt, wie das jetzt auch hier wirklich mit dir ankommt. Also der Neuanfang in der Öffentlichkeit, also ihr redet über den Neuanfang in der Öffentlichkeit, vielleicht trifft ihr euch in einem Café oder wie du das jetzt auch hier siehst, also eine schöne romantische Atmosphäre, vielleicht auch im Park oder irgendwo geht ihr, wo auch viel, viel Natur, viel Helligkeit auch da ist, also auf jeden Fall schau einfach, wo ihr euch jetzt verabredet eventuell. Hier sehe ich die Neuausrichtung, das braucht nur so ein bisschen Zeit. Also auf jeden Fall ist hier dieses Aufbruchstimmung, aber halt auch die Maske noch. Also ihr müsst euch so ein bisschen noch kennenlernen. Ich würde jetzt also sehr gerne aus dem Kartendeck Reka auf Wolke 7 jeweils noch eine Karte ziehen. Ja. So, und ich bitte jetzt die Engel, was sie für deinen Herzensmenschen raten. Also, einerseits begleitet ihn der Engel der Neugier, sehe mit den Augen des Engel der Neugier und sei offen für Neues und lass dich von dem Leben überraschen. Der Engel der Neugier weckt dein Interesse für alles Neue. Und Engel der Fantasie, bringe deine Kreativität zum Ausdruck, lass dich inspirieren und lebe schöpferisch. Probiere alles aus und kreiere Neues mit Hilfe von Freude und Fantasie. Also es soll Fantasie haben, Offenheit haben und neugierig sein. Wir schauen nochmal, was die Amos Botschaften nochmal für ihn sagen heute. Also Erfolg, hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Und hier, die unterste Karte, ist das Geheimnis. Alles wird zur rechten Zeit offenbart werden, der Schleier wird sich bald lüften. Diese Karte nehme ich total positiv wahr. Also es kann auch sein, dass er dir noch seine Gefühle gar nicht gestanden hat. Also lass es mal auf dich zukommen. Ich hoffe, du hast dich hier wiedergefunden und bist du hier mit in Resonanz gegangen. Und wenn das der Fall war, freue ich mich natürlich über ein Like.
Und freue ich mich umso mehr, wenn du das nächste Mal auch mein Video anschaust. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage Namaste, bis bald, deine Valeria.